Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Eine steile Karriere, Freunde, Partys, Reisen. Sandra Schesterkopf hat schon früh ein Leben, von dem viele träumen. Nach außen ist sie eine erfolgreiche, selbstbewusste Frau. Aber in ihr drin sieht es ganz anders aus. Hallo Sandra. Hallo Markus. Bei deinem Leben damals, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Das Party machen, shoppen gehen, essen gehen, mit Freunden unterwegs sein, das Leben genießen. Wenn du sagst Party machen, was hast du da so gemacht? Das Schönste war natürlich die Vorbereitung davor, mit Mädels sich treffen, was trinken, ja, den besten Club aussuchen und Leute kennenlernen und tanzen natürlich, die Musik genießen. Die Vorfreude vor den Clubs war am größten. Mhm. Ja. Was war dir wichtig in dieser Zeit, wo du so das Leben genossen hast? Ja, natürlich das Aussehen, dass man Geld verdient hat, auch eine Aussicht auf eine Karriere hatte, etwas zu erreichen. Mhm. Du warst eine selbstbewusste Frau, du warst jung, du warst hast eine steile Karriere vor dir gehabt. Wie hast du dich denn selbst gesehen in dieser Zeit? Nicht gut genug. Es ist egal, was ich mir damals vorgenommen hatte. Ich habe gemerkt, dass es irgendwann nicht ausreicht. Mhm. Also innerlich warst du gar nicht so selbstbewusst, würdest du sagen? Es kommt darauf an. Für mich war schon das Ziel da, dass ich Industriekauffrau gelernt hatte. Und da, wo ich schon gewesen bin, hat mir schon ausgereicht. Nur ich wollte dann, nachdem es dann befriedigt war, das, was ich erreicht hatte, dann noch mehr was erreichen, sozusagen. Ja? Sprich, noch ein höheres Ziel. Also du warst mit dir zufrieden? Sobald ich das Ziel erreicht hatte, nicht mehr. Dann wollte ich noch mehr. Okay. Es hat nie ausgereicht. Und wie ging es dir innerlich in dieser Zeit? Einerseits war das schön, mit Freunden unterwegs zu sein, weil von außen her sah es super interessant aus. Wir haben viel unternommen, sehr schöne Bilder, Urlaub, alles. Aber innerlich, sobald ich alleine war, hat etwas gefehlt. Kannst du sagen, was gefehlt hat? Nein, damals konnte ich das nicht sagen, was gefehlt hat. Ich dachte, es wäre ein Partner. Mhm. Du hast dir innerlich gedacht, ich bin nicht gut genug. Ja. Woher kam dieses Gefühl, dass dir was fehlt? Ich denke, das kam daher, weil wir von Russland nach Deutschland ausgewandert sind, um genau zu sein, von Kasachstan. Und diese Zeit, die war sehr prägnant, da wir nicht genug Geld hatten, durch die Kleidung sah man anders aus als die anderen Mitschüler. Und dieses einfach nicht gut genug zu sein, weil man ein Ausländer ist, obwohl man ja eigentlich Russlandsdeutscher war, aber nicht so angesehen wurde oder akzeptiert wurde. Und das hat Narben hinterlassen. Mhm. Und deswegen wollte ich besser werden oder eben halt gleich sein wie andere. Mhm. Hast du ein Beispiel, wie du dich damals gefühlt hast, dass du nicht gut genug warst in der Schule? Ja, es war erstens die Einschulung. Ich habe ein halbes Jahr verpasst. Ich konnte kein Deutsch. Ich habe die Mitschüler nicht verstanden. Ich wusste nicht, was sie sprechen. Und ich wurde auch damals geschlagen in der Schule. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin hier fehl am Platz sozusagen. Mhm. Ja. Also dieses Gefühl, gemobbt zu werden, hat auch dazu geführt, oder dieses Wissen, gemobbt zu werden, hat auch dazu geführt, dass du dieses Gefühl hast, ich bin hier nicht gut genug. Ja, weil ich eine Russlandsdeutsche war, dachte ich, bin ich nicht gut genug. Ich bin schlechter. Mhm. Ja. Du bist dann auf die Hauptschule gegangen. Mhm. Hast du damals dir Gedanken gemacht, was aus dir werden sollte? Als erstes wollte ich mit den Ausländern abhängen, weil ich dachte, hier bin ich unter meinesgleichen, weil sie haben mich ja gleich behandelt. Und der Mensch möchte ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Und das hatte ich dort. Mhm. Ja. Und hast du dann irgendwie über die Zukunft nachgedacht, so 7., 8., 9. Klasse? Teils. Als es dann zum Ende hinausging, dass man dann eine Berufswahl dann treffen muss, habe ich gedacht, ich würde gern etwas Kaufmännisches erlernen wollen, ja, eine Ausbildung. Einfach nur, um eine Ausbildung zu machen oder einfach, um was zu schaffen? Nein, für mich war das schon einer meiner Traumberufe, im Kaufmännischen, im Büro, aber ich habe nicht gedacht, dass ich das schaffen könnte oder würde, ja. Haben die Lehrer dich darin unterstützt in dieser Berufsentscheidung oder in der Schulzeit? Der eine nein, der andere ja. Der eine Lehrer meinte, dass es aus mir nichts werden wird. Und das habe ich auch geglaubt, weil Worte auch Macht haben.
ich dachte. Das heißt, du warst im Unterricht und da sagtest du dir, aus dir wird nichts, oder? Nein, es war der also Mathe und Mathe war nicht so meine Stärke. Und der Lehrer meinte, ja, aus dir kann nichts werden, aufgrund dessen, weil meine Leistung nicht gut genug war. Mhm. Und das glaubte ich auch. Und waren alle Lehrer so drauf? Nein, der Kunstlehrer und Sportlehrer hat gesagt, warum bist du denn, ich weiß nicht, worauf er sich da bezogen hatte, aber er hat gesagt, warum bist du denn so, wie sagt man, warum glaubst du nicht an dich, hat er mich, glaube ich, gefragt. Und ich habe geantwortet, was soll aus mir werden, ich mache ja nur eine Hauptschule. Und dann hat er mich angeschaut und hat er gesagt, ich habe auch Hauptschule gemacht. Und schau, aus mir ist auch ein Lehrer geworden. Und hätte er die Hauptschule gemacht, wäre das für mich einfach leere Worte. Mhm. Aber das war für mich ein Zeugnis. Und dann habe ich gedacht, krass, okay, wenn er es geschafft hat, dann schaffe ich es vielleicht auch zu irgendetwas. War das für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, jetzt mache ich was draus? Dadurch, dass es halt schon zum Ende des, der Schule ging, der Hauptschule, ja, und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich es nochmal rausreißen, damit ich dann die Realschule machen kann, genau. Mhm. Mhm. Du hast dann Anfang 20 tatsächlich die Ausbildung fertig gehabt, hast gut abgeschlossen, bist genommen worden, bist auf dem Weg im Prinzip nach oben. Ja. Ja, dann hast du ein gutes Outfit, Karriere, das Geld fängt an da zu sein, du hast deine Freunde. Jetzt kommt dieses Partyleben. Hattest du da immer noch das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Oh ja. Ich bin ja nach Stuttgart gezogen aufgrund der Arbeit, also fast Stuttgart. Und ja, da war das halt so eine andere Welt. Da hat man gesehen, die Konkurrenz schläft nicht. Man muss schlank sein, die neuesten Outfits und ich wollte die Beste, die Schönste, die Auffallendste im Club sein. Mhm. Und wenn ich halt den Zuspruch bekam, war ich wertvoll, war ich die Beste, war ich die Schönste auch hier. Ja. Mhm. Aber innerlich immer noch dieses Gefühl, ich bin immer noch nicht gut genug. Nein, weil so viele Komplimente man auch bekommen mag, im Wesentlichen füllt es einen trotzdem nicht aus. Wie bist du damit umgegangen, wenn du dieses Gefühl dieser Leere in dir drin hast? Ich habe, ja, durch das Partymachen habe ich sozusagen es betäuben wollen. Durch viele Aktivitäten am Sonntag konnte ich nicht alleine sein. Ich habe sehr, sehr, sehr viel unternommen und einfach diese Zeit voll ausgestopft, mhm, damit ich ja nicht mich damit beschäftigen muss. Mhm. Aber wenn du nach Hause gekommen bist, das ganze Partyleben vorbei war, du wieder runterkommen musstest für die Arbeit, dann gibt es auch so Momente, wo man sich so fragt, was mache ich eigentlich hier? Hast du danach Antworten gesucht? Das war der schrecklichste Moment in der Woche, wenn ich diesen Moment hatte. Nein, ich hatte mir keine Fragen gestellt. Ich dachte, ich muss jetzt noch einen weiteren Karriere-Step auflegen, damit ich dann glücklich bin. Mhm. Weil da habe ich mein Glück dann versucht, in der Karriere dann zu sehen, mhm, ja. Also du hättest jetzt auch dich entscheiden können, sagen, okay, ich beschäftige mich mit Religion, mhm, oder mit Gott, mhm, oder mit Esoterik, und du hast dich in die Arbeit gestürzt. Ja, ich habe noch mehr gearbeitet und ich habe dann noch eine Weiterbildung abgeschlossen während der Arbeitszeit. Heute weiß ich nicht, wie ich das geschafft hatte und ich wollte auch studieren gehen. Mhm. Genau. Und Gott, war das irgendwie eine Option für dich? Ja gut, ich habe ja immer an Gott geglaubt, aber so, dass er mir helfen könnte, stand nicht in Frage. Meine Familie glaubte daran und, mhm, so auch durch die Familie habe ich auch an Gott geglaubt. Ja. Gab es denn irgendwelche Berührungspunkte zu Gott oder mit Gott? Ja, als wir nach Deutschland gezogen sind, hatte ich einen Traum mit 7. Da begegnete ich Jesus und zwar hat er zu den Jüngern gesagt, holt das Eselfohlen, und ich bekam den Einzug nach Jerusalem mit, und zwar mit den Jüngern, wie die Leute sich freuten, dass, in deinem Traum, ja, dass Jesus einmarschiert, und sie legten, die haben so Blumen gehalten, so wie so ein Dreieck, und, mhm, wir sind durchmarschiert, und hinter uns wurden dann die Blumen, und die, es waren so wie so Palmzweige, die wurden dann nach hinten gelegt, und die Jünger, die waren so stolz, dass sie mit Jesus laufen, einmarschieren. Und Jesus war auf dem Esel und ich dachte mir, oh, der arme Esel, der Jesus ist doch schwer, ist doch ein Mann. Aber er hat mir gezeigt, dass das Eselfohlen es leicht hatte, Jesus zu tragen. Bis heute weiß ich nicht, warum es ein Eselfohlen ist. Kannst du denn diese Geschichte? Nein, nein. Du wusstest gar nicht, was das jetzt genau war, oder? Nein, er stand dann
als er mir diese Geschichte gezeigt hat, stand er vor einem Lehmhaus und als ob er so dann gehen würde, er hat gesagt, hast du Fragen? Möchtest du wissen, willst du noch was wissen? Und dann habe ich gesagt, ja. Wie ist die Welt entstanden? Was passiert nach dem Tod? Als Kind, als siebenjähriges Kind. Ja. Und noch eine dritte Frage. Hat er auf die ersten beiden Fragen geantwortet? Nein, er hat gesagt, sobald die Zeit gekommen ist, ich habe noch gefragt, warum lebe ich? Okay. Dann hat er gesagt, sobald die Zeit gekommen ist, werden dir all deine Fragen beantwortet werden. Und dann bist du aufgewacht oder am nächsten Tag aufgewacht? Ich war so happy. Ich wusste, das war Jesus. Aber du hast dich jetzt nicht irgendwie auf die Suche gemacht oder kanntest du den Namen? Als Kind war ich Jesus schon sehr nah, bloß ich wusste nicht, dass er Gott ist. Und dann hast du ihn aus den Augen verloren? Ja. Auf deinen Partys, auf den Reisen, die du gemacht hast, gab es auch mal eine Situation in Saint-Tropez, wo du auf einmal gedacht hast, boah, das war jetzt Gott. Ja. Auf einmal ist er da. Was war das genau? An dem Tag, es war so, dass ich immer an Gott geglaubt hatte, aber an dem Tag habe ich gedacht, naja, dieses erfolgsorientierte Denken, was ja heutzutage so ist, dass wenn man eine Vision hat und es anpeilt, es irgendwann mal sich realisiert und so weiter. Dieses, ja, dass ich selber für mein Glück verantwortlich bin. Und in dem Moment, weil ich so mittendrin war, habe ich gedacht, okay, wo ist dann Gott? Dann gibt es ihn doch gar nicht. Dann bin ich doch diejenige, die alles selber macht. Mhm. Und habe an dem Moment, dann in dem Tag gesagt, es gibt Gott nicht. Und dann sind wir in einem Club gewesen und der Hausbesitzer hat noch gemeint, lauft ja nicht zu Fuß. Also von dem Club zum Hotel. Richtig, also ne, er brauchte auf jeden Fall ein Taxi und wir dachten so, ja, es ist schönes Wetter, es ist nicht so spät, wir laufen. Und dann waren wir zu Fuß unterwegs und auf einmal hält ein Auto an. Und es steigen, ich glaube, 3 oder 4 Männer, die wirklich groß gewesen sind. Und ich habe verstanden, es ist eine sehr brenzlige Situation und wir sollten wegrennen. Und wir sind weggerannt, aber sie sind nicht stehen geblieben. Und dann sagte mir plötzlich eine Stimme, nimm dein Telefon und tu so, dass du die Polizei anrufst und gib das Kennzeichen durch. Und als ich das gemacht habe, sind sie stehen geblieben, sind umgedreht in das Auto und sind verschwunden. Mhm. Warum sagst du, das war Gott in dem Moment? Als wir zu Hause angekommen sind, hat meine damalige Freundin gesagt, Sandra, wow, das war so ein intelligenter Schachzug von dir, das hast du wirklich super gemacht. Dann habe ich gesagt, weißt du, das war nicht ich, sondern das war Gott. Weil das war nicht meine Idee. Das war eine Stimme, die zu mir gesprochen hat. Natürlich nicht wortwörtlich, aber das war wie so, es kam nicht von mir einfach. Und das weiß man. Mhm. Und deswegen war ich mir sicher, dass es von Gott war. Und an diesem Abend bin ich sofort zu Gott zurückgerannt und wusste, er existiert wirklich. Mhm. Weil wenn er nicht es gewesen ist, dann wer weiß, was passiert wäre. Du sagst, du bist zurückgerannt zu Gott. Was hast du gemacht? Hast du einfach gesagt, so jetzt gibt's Gott und ich lebe weiter? Oder ja. Hast du dir, achso, du hast echt einfach so weitergemacht? Ja. Das war für mich kein so, jetzt muss ich umdrehen oder so. Nee, für mich war Gott keine persönliche Beziehung. Gott war Gott. Ich darf ihn anrufen, also beten zu ihm, wenn es ein besonderes Ereignis gibt, aber nicht eine persönliche Beziehung zu haben. Mhm. Ich wusste nicht, dass man immer zu ihm beten darf. Als du dann 25 geworden bist, ein Freund von dir krank geworden und der ist auch gestorben. Diese Beerdigung, was hat das mit dir gemacht? Es war ein einschneidiges Erlebnis in meinem Leben und zwar, davor war das so, Leben genießen, man lebt nur einmal. Man muss alles aus dem Leben herausziehen. Wer weiß, wann es vorbei ist. Es ist ja nur ein Leben. Mhm. Und bei dieser Beerdigung habe ich gesehen, dass er sich bekehrt hatte, kurz vor seinem Tod. Und er hat sein Leben Gott abgegeben. Was hat er gemacht gehabt? Ja, also wir hatten ein Video von ihm gesehen und davor habe ich ihn bei Partys machen auch gesehen und plötzlich hieß es, er ist gestorben, der Krebs war leider zu weit fortgeschritten. Und die Beerdigung, da hat der Prediger gesagt, Paul wusste es, dass er gehen wird und er konnte sich bewusst für Gott entscheiden. Was ist mit dir? Bist du bereit, heute vor Gott zu stehen, denn du weißt nicht, wann dieser Moment sein wird. Und in diesem Moment stand ich da und dachte mir, nein, ich bin es noch nicht.
ich bin noch nicht bereit, vor Gott zu stehen. Ich muss noch besser werden, plus ich möchte noch Party machen. Weil ich dachte, wenn ich mich für Gott entscheide, darf ich gar nichts mehr. Ah, das heißt, du hattest Angst davor, dass er dir alles wegnehmen würde, ja, oder? Ja. Aber er hatte doch etwas bekommen, der Paul, was du jetzt noch nicht hattest. Ich dachte, er kam aus einer, ja, so einer strengeren Gemeinde und für mich waren das so Gläubige, wo ich sagte, da möchte ich jetzt nicht gerade hin. Deswegen dachte ich, dass man alles aufgeben muss. Okay, und du hattest Angst, alles aufzugeben? Ja. Innerlich, wie ging es dir in dieser Zeit? Du hast gesehen, Paul ist gestorben, der ist jetzt bei Gott im Himmel. Wie ging es dir innerlich? Ich bin nach Hause gekommen und hatte plötzlich Angst wegen meinen Sünden, weil ich versucht hatte, besser zu werden und dachte, wie soll ich vor Gott bestehen? Weil aus mir heraus, wenn ich es versuche, besser zu machen, klappt es nicht. Dann war ich bei meinen Eltern und habe es meinem Bruder meine Bedenken geäußert und gesagt, wie soll ich vor Gott bestehen? Ich habe Angst. Dann hat mein Bruder gesagt, für deine Sünden ist Jesus gestorben. Gib es ihm doch ab. Und für mich war das so, ja, ja, ist klar, aber ich habe den Sinn dahinter nicht verstehen können. Mhm. Und habe angefangen, sozusagen in dem Moment über mein Leben nachzudenken und das Leben nach dem Tod. Ja. Und hast du Antworten gefunden, wenn du gesagt hast, ich denke drüber nach? In dem Moment nicht sofort, nein. Mhm. Aber wenn dein Bruder dir sagt, Jesus Christus ist für dich gestorben und du sagst, ja, alles gut, was heißt das? Du wusstest das, du kanntest diese ganze Geschichte, aber... Ja. Ich kannte die ganze Geschichte, aber das, für mich war Jesus nicht Gott. Deswegen habe ich das Ganze nicht verstanden. Gab es irgendjemand, der dir in dieser Zeit mal die Fragen beantwortet hat? Ja, meine Arbeitskollegin später. Wie war das? Wie hat sie geantwortet? Ich habe ihr alle meine Fragen gestellt und sie war nicht nicht so aufdringlich. Immer wieder mal so ein bisschen so einen Schubser gegeben, alle meine Fragen beantwortet und dazu hat sie mich in die Gemeinde eingeladen. Mhm. Und sie hat gesagt, komm mal mit. Guck dir das mal an. Genau. Und das hast du gemacht? Mhm. Es war sehr erstaunlich und es war alles ganz anders, als ich es sonst kannte. Und ja, dort habe ich mich sozusagen dann auch, auch wohlgefühlt und verstanden, dass nicht nur alte Menschen in die Gemeinde gehen. Mhm. Ja. Du hast in dieser Zeit auch Mensch-Gott-Sendungen geguckt? Ja. Wie kamst du denn darauf? Das weiß ich nicht mehr. Es gibt ja diese YouTube-Vorschläge und so weiter. Und ich kann mich erinnern, das war die Sängerin auch sogar von der Kelly Family. Und in dem Moment, da wünschte ich mir auch, so ins Kloster zu gehen. Ich dachte mir auch, oh, ich brauche so eine Ruhe. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich brauche Ruhe, ich brauche Frieden. Und jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich mir eine Sendung angeschaut, ja. Von Mensch Gott? Ja. Das heißt, du bist morgens aufgestanden, ja, hast dein iPad angemacht und hast... Ja. Kaffee gemacht, fertig gemacht, geschminkt, so. Das musste immer eine Sendung sein, bevor ich aus dem Haus gegangen bin. Das hat ja auch von der Zeit so gepasst. Ja. Und dann bist du mit der Sendung zu deiner Freundin gegangen, hast Fragen gestellt, oder? Nein, das von RF Mensch Gott habe ich eigentlich kaum jemandem erzählt. Das war so für mich, das war meins. Irgendwie hatte ich keine Fragen da gehabt. Ich fand es nur sehr faszinierend, dass alle immer über das Gleiche sprechen. Aber noch nicht ganz verstanden, was es genau ist. Wie würdest du sagen, worüber haben die gesprochen, was du sagst, was ich nicht verstanden hatte? Dieser Kernpunkt, dieses das Leben abgeben, wie man das macht, weil jeder es auf seine eigene Art und Weise hat und ich konnte nicht verstehen, wie es bei mir funktionieren soll. Mhm. Aber warum hast du denn dann weitergeguckt? Hat dich da irgendwas fasziniert? Ja, es hat mich gezogen. Es hat mich so interessiert. Ich konnte nicht aufhören. Ja. Bis zu Silvester 2016. Da hast du auch Party gemacht? Oh ja. Und dann ging es ins Bett? Ja, ich lag da, es war Silvester, Licht aus und ich habe mir gedacht, okay, du hast jetzt all die Punkte erreicht, die du haben wolltest. Natürlich nicht alle, natürlich waren dann immer mehr, aber ich habe mir vorgestellt, okay, sogar wenn ich 1 Million Euro auf dem Konto hätte, würde mich das glücklich machen. Und ich wusste, das würde es nicht tun, weil ich innerlich so leer gewesen bin. Und das war das kürzeste Gebet, was ich je gesprochen hatte. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es dich wirklich gibt, zieh mich aus diesem Loch heraus. Und für mich gab es einfach nichts, was ich in diesem Leben haben wollte.
ich versuchte immer nach außen zu zeigen, ich bin glücklich, ich bin erfüllt, ich hab alles. Und aber in Wahrheit war ich todunglücklich und ich war traurig. Ich hatte eine Leere und nichts konnte dieses Loch stopfen. Und dann kam dieses kurze Gebet. Genau. Was ist danach passiert? Erstmal gar nichts. Also du bist ganz normal eingeschlafen? Ja, also kurze Zeit danach hat meine Arbeitskollegin, dann Freundin, mir Bibelverse geschickt und ich habe sie verstanden. Das hat sich verändert. Und das war für mich neu, dass ich verstehe, was in der Bibel steht. Bist du danach dann irgendwie auf deine Freunde zugegangen und hast gesagt, ich habe jetzt gebetet? Oder bist du dann in den Gottesdienst gegangen? Oder? Ja, ich bin dann, also 3 Monate später bin ich dann zum Gottesdienst gegangen. Mhm. Ich hatte so ein Ziehen gehabt, also auch davor war ich beim Gottesdienst. Ich hatte so ein Ziehen gehabt, in den Gottesdienst zu gehen, was ich davor nie hatte. Und da wollte ich plötzlich in den Gottesdienst gehen und auch mal in der Bibel lesen. Und der Kernpunkt fehlte eben, die richtige Sündenvergebung und zu Jesus sich zu wenden. Was war das genau, wenn du sagst Sündenvergebung? Was hast du gemacht? Ja, als ich in der Gemeinde gesessen bin, das war der Karfreitag, und da sagte der Prediger, wenn du wirklich daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann wirf sie auf ihn. Und als ich das tat, glaubte ich auch daran. Und dann fühlte ich eine Erleichterung. Aber totale Erleichterung. Nicht nur für eine Sache, um Vergebung zu bitten, sondern komplett zu verstehen, dass man ein sündiger Mensch ist und dass es auch ausreicht, nur einmal gelogen zu haben. Und alles andere auch, dass ich auf ihn werfen durfte. Ja. Und wie war dann der nächste Morgen, wo du aufgewacht bist? Wie war das für dich? Ja, ich bin aufgestanden. Ich war wie verliebt. Ich hatte Angst, dass dieses Gefühl, wie immer bei mir, ein Gefühl ist und dann wieder weggeht. Aber ich stand auf und plötzlich sah ich mein Leben an mir vorbeiziehen, wo Gott mich gerettet hat, was er gemacht hat. Und ich habe einfach nur geweint. Du sagst, du hast das Leben gesehen, wie es an dir vorbeigezogen ist. Was hast du dann jetzt verändert, als es irgendwie anders wurde, als du das so gesehen hast? Was hat sich verändert? Als allererstes, dass mir vergeben wurde. Ich wusste, mir ist vergeben und ich bin gerettet. Ich wusste, dass Jesus Gott ist. Gut, das war kein Freitag. Ich meine, da kommt der Samstag und der Sonntag. Bist du dann wieder Party machen gegangen? An dem Wochenende nein. Das war für mich so, dass ich erfüllt war. Ich bin zum Gottesdienst, glaube ich, nochmal gegangen. Ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Aber der Tag, nachdem ich im Gottesdienst gewesen bin, das war einfach alles komplett anders. Dieses Loch war ausgefüllt. Aber du wolltest auch immer noch Spaß, Geld, Freude, Partys machen. Ist doch auch nichts Schlechtes. Nein, es ist nichts Schlechtes. Aber wenn man sich den Wert daraus zieht, das ist das Traurige, weil es einen eben nicht erfüllt. Was ist aus deiner Sehnsucht geworden, etwas zu erreichen, vorwärts zu kommen, ja, auch Karriere zu machen? Ja, ich hatte damals 2 Vorstellungsgespräche gehabt. Einmal als Teamleiterin und einmal in den Vertrieb zu wechseln. Und es war kurz vor meiner Bekehrung. Ich habe es Gott abgegeben und ich habe gesagt, Gott, was das Beste für mich ist, das wirst du tun. Und ich bin einfach in den Vertrieb gekommen und bin nicht Teamleiterin geworden. Und ich denke, für die damalige Zeit war es zu früh. Und es wäre eine viel zu große Verantwortung für mich. Und ich hätte wirklich wahrscheinlich mich tot gearbeitet. Ich weiß es nicht. Und mir ging es sehr gut im Vertrieb. Ich habe wirklich auch tolle Kollegen da kennengelernt. Und das war das Beste für mich. Was ist aus deinem Gefühl geworden, ich bin nicht gut genug? Du hast jetzt auch gesagt, das war vielleicht zu früh. Warst du nicht gut genug oder was war das jetzt? Nein, ich war bestimmt gut genug. Mein Wert, gut genug zu sein, ist nicht mehr abhängig davon, was ich arbeite oder welchen Schulabschluss ich habe, sondern in Gott, weil Gott mir diesen Wert gegeben hat. Es hört sich vielleicht wieder nach so einer Floskel an, aber das ist tatsächlich so. Weil seitdem habe ich es Gott in die Hände gegeben. Ich habe gesagt, ich wollte studieren gehen, aber dann habe ich gesagt, ich wollte studieren gehen, um es anderen zu beweisen, dass ich es kann, dass ich wer bin. Mhm. Und das habe ich dann aufgegeben, diesen Gedanken, weil ich es nicht für mich machen wollte. Mhm. Du sagst, dass du jetzt komplett mit Gott leben willst, ja. Ihm deine Zukunft gegeben hast. Du hast ja auch davon berichtet, dass du so eine Sehnsucht nach einem Partner hast. Ja. Was ist aus der Sehnsucht nach einem Partner geworden?
Naja, die habe ich immer noch. Aber ich suche heute nicht mehr. Und zwar hatte ich damals sehr gesucht und habe es in meine Hand gelegt und hatte gesagt, der Partner muss so oder so sein und hatte sehr viele Dates. Und heute habe ich gesagt, lieber Gott, du weißt, wer der Richtige für mich ist. Natürlich kennt er auch meine Vorstellung und er enttäuscht mich. Er ist spätestens pünktlich und Gott erfüllt mich und ich bin heute ohne Partner nicht mehr so einsam wie damals sogar mit einem Partner. Da war ich einsamer, weil ich Gott nicht hatte. Und es ist es wert, mit Gott zu gehen, auch ohne Partner, als einen Partner zu haben ohne Gott. Diese Freude, die von ihm kommt, die kann mir kein Partner geben. Du hast als davon berichtet, dass du als Kind diese drei Fragen hattest Ja. an diesen Jesus. Er hat gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, beantworte ich die dir. Ja. Hast du Antworten bekommen? Ja. Wie ist die Welt gemacht? Steht im Alten Testament bei Mose. Und die zweite und die dritte Frage hast du auch beantwortet bekommen? Naja, was nach dem Tod passiert, steht auch in der Bibel. Und die dritte ist, dass ich nicht für mich lebe, dass der Sinn meines Lebens ist, nicht, dass ich etwas heraussuche, wofür ich lebe, für Familie, Karriere oder, sondern ich lebe für Gott. Und das ist der Sinn meines Lebens, ja. Dankeschön. Gerne. Bei Gott muss man nichts leisten, um wertvoll zu sein. Sandra Schesterkopf hat das erfahren. Und wie ist das bei dir? Kennst du auch dieses Gefühl, einfach nie zu genügen? Bei Gott kannst du das getrost vergessen. Er liebt dich, wie du bist, und er will dir inneren Frieden schenken. Probier es aus. Und wenn du dabei Hilfe möchtest, kannst du uns gerne eine Mail schreiben. Noch mehr Geschichten über Gottes Liebe findest du in unserer Mediathek und auf unserem YouTube-Kanal. Bis gleich.